Guten Abend, liebe Dörte. Guten Abend, lieber Olli. Guten Abend, liebe Isabel. Hi, Olli. Ein Glück müsst ihr die linke Hand nehmen. Der rechte Arm ist Hallo, gebrochen, mal, genau. Ne? Der linken, das, also ihr heißt Schlittenschnitten, hat was mit Rodeln zu tun. Das kommt jetzt aber nicht vom Rodeln. Was ist da passiert? Ich bin hingeflogen, auf dem Weg zur Uni. Okay, na gut. Trotzdem starten wir mit der ersten Runde. Wir suchen die 6 häufigsten Antworten auf unserer Wand. Denn auch diesmal haben wir wieder 100 Leute gefragt. Nennen Sie etwas, das man im Kofferraum eines Autos... Dörte? Warndreieck. Die Frage zwar nicht bis zum Ende gestellt, aber Dörte sagt Warndreieck. Auf Platz 2. 21 Leute haben das gesagt, war aber noch nicht die Top-Antwort. Und für dich stelle ich die Frage bis zum Ende. Nennen Sie etwas, das man im Kofferraum eines Autos findet. Was sagst du? Der Reservereifen. Sollte dabei sein, sonst gibt es Ärger. Der Reservereifen. Und die erste Runde geht an Isabel und die Schlittenschnitten. Ich habe es ja gerade eben schon angesprochen, Schlittenschnitten, weil ihr rodelt sehr, sehr gerne. Genau. Erzähl noch ein bisschen mehr darüber. Na, jeden Winter, sobald der erste Schnee fällt, treffen wir uns alle und wer nicht kommt, ist feige. Und dann wird wirklich bis tief in die Nacht wird gerodelt. Mit zu trinken und allem Möglichen. Mit dem Glühwein im Gepäck und du hast natürlich auch ein Team mit im Gepäck. Stell's bitte vor. Gerne. Also, das ist der Robert, die offizielle Eisprinzessin von Berlin. Meine gute Freundin Meral. Das Nesthäkchen Nils. Und unser Weltenbummler Florian. Das Team Schlittenschnitten aus Berlin. Nicht mit dabei, die Chance für die Schlittenschnitten.